Hallihallo, Hallöchen, hier sind wir wieder bei Wer wird Millionär? Besten Dank. Starten wir mal das Spiel. Wir beide, Sie und ich und der Computer, geben Sie hier bitte Ihren Namen ein. Let's play, oh voilà, Play Pony. Oh, vielen Dank. Gut, den Start kennen wir ja mittlerweile auch auswendig. Wer bevölkert Asien? A. Ander. Die Inder. B. Fonder. C. Zuder. D. Inder. Gut, die ersten 50 Euro gehören Ihnen. Hier kommt die 100-Euro-Frage. Wie nennt man Lastwagenfahrer in Amerika? Oha, Rumi oder so, ne? A. Trailer. Ah, ne, Trailer. Also, B. Trailer, Trainer. Nein, keine Ahnung. C. Tramper. Die Tramper sind ja die anderen. D. Trucker. Trucker. Stimmt, 100 Euro. Wenn Sie diese Frage richtig beantworten. Wobei handelt es sich um ein geländegängiges Fahrzeug? Geländegängiges? A. Hortmok. B. Schulmok. Unimog. C. Unimog. D. Jobmok. Weiter so. 200 Euro für Sie. Es geht weiter mit Frage Nummer 4. Ganz ruhig. Lassen Sie sich Zeit. Hier kommt die 300-Euro-Frage. Ein Mannschaftsdienstgrad der Fernmeldetruppe, Luftwaffe und Marine ist der... Ach man, das sind ja wieder Fragen hier. A. Flammenwerfer. B. Funker. C. Anheizer. D. Feuerer. Sie haben recht. Das ist natürlich der Funker. Sie haben noch alle drei Joker, den 50-50-Joker, den Telefon-Joker und Sie können noch das Publikum. Da hoffe ich fragen. Mal, dass irgendwie annähernd Frage, dann haben Sie 500 bisschen leichte Fragen und hier kommen. Ist sie. Welches Bundesland weist in seiner Hymne darauf hin, meerumschlungen zu sein? A. Hamburg. B. Schleswig-Holstein. C. Niedersachsen. D. Bremen. Ich weiß, müsste das Schleswig-Holstein so, sein, diese 500 weil das ja mehrere Meere herzlichen Glückwunsch. Um sich hat, sag ich mal. Haben wir schon mal 500 Euro sicher. Egal was passiert, Sie nehmen heute mindestens 500 Euro mit nach Hause. Na, machen wir weiter? Gut. Hier ist die 1000-Euro-Frage. Natürlich machen wir weiter. Das englische Verb to swear. Nein, ich kenne das nur unter schwören. Schwören als auch A. Flüchten. B. Fluchen. Oh nein. C. Flunkern. D. Fluten. Ach, ich bin nicht so gut in Englisch. Ich kenne das to swear von schwören. Okay, dann befragen wir das Publikum. Mal sehen, ob Ihnen die Zuschauer Fluchen, glaube ich, müsste das sein. Fluchen. Ach Gott. Das ist eine überwältigende Mehrheit. Ich hätte mir einfach zutrauen müssen. Tja, ich würde sagen, das ist eindeutig. Aber in der letzten Folge hat man ja gesehen, was passiert Sie ist, denken, wenn man zu sicher sein kann. Sind Sie sicher? Und einfach auf Risiko geht. Na also, schon sind Sie 1000 Euro reicher. Ja, das läuft doch großartig. Sie stehen momentan bei Top. Was hat einen Schnabel und kann singen? A. Lerche. B. Lerche. C. Lurche. D. Lachse. Das ist jetzt fies. Okay. Sie setzen den Fisch. Das ist natürlich, glaube ich, die Lerche. Gut, so viel ich weiß, aber also ob man sie mit Aber welche der beiden übrigen Antworten ist richtig? Sie entscheiden sich für Antwort A, sicher? Wer sagt's denn? Die 2000 Euro gehören. Gut, haben wir da was dazu gelernt. Der Vogel mit dem Schnabel. Sie haben jetzt 2000 Euro. Die Lerche. Was meinen Sie?
Wie heißt ein altes orientalisches Gewicht? A. Spider-Man. Gewicht. B. Superman. C. He-Man. D. Batman. Och, goodness. Okay, Sie setzen den Telefonjoker. Na, dann wollen wir mal sehen, ob man Ihnen telefonisch weiterhelfen kann. Rufen wir an. Ja, guten Abend. Bea hier. Guten Abend, Bea. Hallo, Bea. Willkommen bei Wer wird Millionär? Oh, hallo. Ihr Freund würde gerne 4.000 Euro gewinnen. Leider hat er ein kleines Problem mit unserer Frage. Ich würde eine Vielleicht Million können Sie ihm weiterhelfen. Also dann. Hier ist Ihre Frage, Bea. Nur eine der vier Antworten ist richtig. Hilf mir, Bea, bitte. Ach, wer denkt sich bloß diese Fragen aus? Ja, das frage ich mich auch. Das war doch nur ein Genie. Also, ich schimmer total. Aber, naja, wenn schon, dann würde ich denken, Superman. Alles andere leuchtet mir nicht ein. Gut. Vielen Dank, Bea. Na, hilft Ihnen das weiter? Bea tippt auf Antwort B. Ich kenne mich da gar nicht aus. Ist das Ihr letztes Wort? Schon sind Sie um 1.500 Euro ärmer. Oh, sag jetzt nicht Die Antwort jemand. Ist leider falsch. Nee. Sie fallen auf 500 Euro zurück. Hm. Antwort D wäre es gewesen. Hm. Gut. Kann man natürlich Kopf nicht vorher in wissen. Ordnung. Herzlichen. Gut, gehen wir mal zu Runde 2. Heute mache ich nur 2 Runden, außer die geht natürlich Wer ganz schön zu Ende. Nach einem Einbruch? A. Pfadfinder. Die Spurensicherung. Natürlich. Ah, was halten Sie davon? Die 100-Euro-Frage. Wohinter verbirgt sich eine elegante Methode vom Beckenrand? Ach so, ja, das ist der Hals. Tut mir leid. Ah nein, oh, das war jetzt peinlich. Oh, so schnell kann's gehen. Okay. Manchmal in Ordnung. Gut. Das war's mal heute mit einem sehr peinlichen Ende. Aber nun ja, man kann ja nicht immer ein gutes Ende haben. Dann sage ich mal Ciao und bis zur nächsten Wer wird Millionär-Folge.